Ja, und herzlichst willkommen zur nächsten Folge der Osnabrück-Karriere. Wir sind im Monat Oktober noch, sind wir noch im Monat Oktober, ich sehe es gerade, haben die letzten Partien gut absolviert, fast alles gewonnen, nur eine Niederlage der Bundesliga, stehen in der Champions League auf Platz 2, auch ganz gut. Frankfurt, wollte ich gerade sagen, Freiburg ist unser Verfolger Nummer 1, da werden wir ins 3D-Spiel gehen. Dann haben wir noch ein Pokalspiel vor uns gegen Regensburg, ein Spiel gegen Stuttgart und auch die Champions League-Spiele. Ich denke mal, die beiden Monate werden wir durchmachen. Dann sind wir auch schon wieder im Dezember, wo dann bald schon die Transferphase losgeht. Ich guck mal, wie weit wir schaffen, aber mindestens bis Leverkusen werden wir auf jeden Fall durchziehen. Let's go in die erste Partie gegen Freiburg. Das wird ein 3D-Match, weil das einfach das Topspiel ist. Erster gegen Zweiter. Wir gegen Freiburg, bei Freiburg, die haben noch keine Niederlage. Wir haben eine, stehen aber trotzdem auf dem ersten Platz. Irgendwas müssen sie ja in Anführungsstrichen können. Ich will es jetzt natürlich nicht schlecht reden, weil Freiburg ist aktuell auch eine starke Mannschaft in der Bundesliga. Wir werden schauen, wie wir uns schlagen werden. Und ich rede schon wieder zu viel, dass wir gleich schon das erste Ding fangen, weil ich mich nicht richtig konzentrieren kann. Freiburg kommt mit Özcan und Empedu wieder Özcan. Wir müssen das Ding langsam mal klären da hinten oder verteidigen. Der Angelis macht das. Mit einem gefährlichen Pass dann durch die Mitte, ja, rein in die Partie, die schon sehr, sehr spektakulär angefangen hat. Es geht gleich weiter. Wir verlieren den Ball direkt in unserer Vorwärtsbewegung. Salinas ist das, der den Ball auf Empedu gibt. Der macht hier fast das 1 zu 0. Mamardaschwili mit einer Riesenparade. Meier. Meier gut durchgesetzt. Ritter gegen Diakabi. Ritter täuscht an, hat den auf seinen starken Linken. Zieht ab. Und Henderson hält. Schade. Spielt den Ball auf Strand Larsen, der auf Empedu. Strand Larsen, schade. Macht er gut, schade. Larsen. Mamardaschwili im Nachschuss macht Strand Larsen das 1 zu 0 für Freiburg. Die hier, ja, vielleicht sogar schon besser eine Partie sind. Klare Chancen, spielen sie auch gut. Da kann Schade schon abschließen. Schiebt den Ball nochmal zu Strand Larsen. Mamardaschwili hält super. Aber den Nachschuss kann er dann nicht mehr halten. Da fehlt dann die Abwehr, die den Ball klärt. 1-0 Freiburg, man kann sagen, dass es verdient ist. Wir kommen nicht so direkt in die Kontermöglichkeiten rein, weil Freiburg ganz schnell hinterm Ball kommt. Jetzt vielleicht mal mit Ritter. Der sucht Meier. Meier wieder auf Ritter. Ritter wieder auf Meier. Der dreht sich einmal. Meier, das kann sein, aber Freiburg hat da einfach einen starken Keeper mit Henderson hinten drin, der schon wieder den Ball hält. Oh, diesmal ein Vorwärtsbewegungsfehler von Freiburg. Wir kommen mit Romero und dann lupft er den Ball oder was macht er da? Das muss das 1 zu 1 sein. Ja, Freiburg spielt das echt gut, muss man sagen. Dann ist der Strand Larsen ist auch nicht vom Ball zu trennen. Sucht er den Doppelpass mit Salinas. Fofana im ersten Nachfassen kriegt er ihn aber. Und jetzt dürfte es auch schon der Halbzeitpfiff sein. Freiburg geht verdient mit 1 zu 0 in Führung, muss man so sagen. Ohne Veränderungen gehen wir in die zweite Halbzeit. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlecht, nur Freiburg ist offensiv einfach sehr, sehr stark und die stehen hinten perfekt, muss man auch mal zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine starke Hintermannschaft ist. Da kommen wir überhaupt nicht durch. Wir stehen nur mit zwei Viererketten vor der Abwehr, wie ihr jetzt seht. Und dann ist da einfach auch kein Durchkommen. Ich versuche es mit Dribblings, mit Pässen. Nie ist jemand frei. Vielleicht haben wir jetzt mal die Gelegenheit, hier gegen das Brett zu kommen. Nee, kriegen wir nicht. Und Freiburg startet den nächsten Angriff. Wir versuchen es aber immer weiter, diesmal mit Ritter und dann schon wieder so ein schlechter Ball. Da ist einfach kein Durchkommen, ich sag's euch, das ist krass. Wir sind aber jetzt besser drinne, kriegen das Gegenpressing besser hin. Kerkez ist das, der in den 60er rein startet, vielleicht jetzt mal Kerkez. Die Abwehr steht schon wieder von Freiburg, perfekt. Luca Romero, der in der ersten Halbzeit die Chance hatte. Romero weiß nicht, wo er hinspielen soll. Empedu läuft wieder perfekt ab, ja. Sehr stark, Romero bleibt aber dran. Das ist Meier, das kann es auch jetzt mal sein! Aber Henderson hält schon wieder. Die darauffolgende Ecke von Romero versucht zu Ritter, das ist das 1 zu 1, das ist eine Waffe mit den Standardsituationen auf Ritter, der die Saison schon wieder echt wie eine Rakete loslegt. Sein nächster Saisontreffer, die Ecke war auch perfekt. Wenn es spielerisch nicht geht oder aus dem Spiel heraus, dann halt auch mal mit einer Ecke und das macht auch Top-Teams aus. Romero tritt echt super eng rein und Ritter steht perfekt. Brauche ich nur noch den Kopf hinhalten, weil Henderson zu weit rauskommt und unentschlossen zum Ball hingeht. Da sieht der Torwart zum ersten Mal nicht gut aus, aber was der ja schon alles gehalten hat, den kann man es verzeihen. 1 zu 1 zum Glück. Oh, da holt sich Romero perfekt den Ball. Ich meinte, Ritter war es natürlich. Jetzt ist Ritter wieder am Ball. Ritter versucht ja Romero nochmal ins Spiel zu bringen. Was macht da die Abwehr von Freiburg? Eieieiei, bolster Henderson an. Wir wollen aber jetzt auch wechseln. Das machen wir auch, denn
Ferreira, Abiyama und Tillman warten, um reinzukommen gegen Schneider, Cho und Meier. Und wir hoffen, dass wir dadurch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Offensiv-Power kriegen. Abiyama ist ja mal einer für Tore, der direkt am Ball ist. Abiyama, schade. Freiburg kommt nochmal mit, schade. Und Salinas gegen Ferreira, der eingewechselt wurde, hat da ein bisschen seine Probleme. Salinas versucht über außen nochmal zurück zu Ampadu, der sehr, 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 sehr stark in der Defensive ist. Wir gewinnen den Ball und versuchen direkt in die Spitze zu spielen. Das gelingt erstmal auch. Abiyama, Tillman, der ist immer noch schnell, dieser Tillman. Täuscht an, das ist immer noch Tillman, das kann sein, Tillman macht das 3:2. Was für ein Angriff, wir erobern den Ball in der eigenen Hälfte, spielt schnell nach vorne und Tillman kommt von der Bank, erzielt hier das wichtige 2:1 gegen den Tabellenzweiten aus Freiburg. Da täuscht er gut an, hat er den Freiraum und schießt den Ball ins kurze Eck, da kann Henderson auch fliegen, wie er will, den wird er in 10 Jahren nicht halten. Wir gehen in Führung bei Freiburg und was für ein Treffer. Freiburg probiert es nochmal, 80. Spielminute, da spazieren sie erstmal durch den Mittelfeld, durch das Mittelfeld, Röhl ist das, der da den Ball hat. Strand Larsen hat immer wieder gute Ideen und dann ist es Kerk jetzt, der ungestüm rangeht, ich habe nicht mal was gedrückt, rennt da, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube schade um, ja, sehr ungestüm, ich habe nichts gedrückt, das hat er von alleine gemacht, wirklich kein Eins gedrückt. Elfmeter Larsen, Mama, das Spiel hält, wichtig, ganz, ganz wichtig und jetzt müssen wir irgendwie noch vielleicht den Konter ausspielen. Kriegen wir aber nicht hin. Kramer sehr riskant, spielt wieder mit Henderson. Der kurz wieder auf Kramer, der wieder zu Henderson. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Eigentlich muss der Ball nach vorne. Henderson hat keine Anschiebposition. Jetzt vielleicht mal. Hat sich da Malinas freigelaufen, aber wir erobern den Ball wieder. Guterres, Rützer, es ist nicht gut gemacht. Der Schiedsrichter könnte jetzt abweifen. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2:1 im Topspiel. Unser nächstes Spiel ist direkt ein DFB-Pokalspiel gegen Jahn Regensburg. Da werden wir den einen oder anderen schon. Ihr seht schon, Ritter ist ein bisschen ja, müde, kaputt. Dennoch wollen wir natürlich auch wieder den Pokal anreifen und das Ding auch irgendwie nach Hause fahren, gewinnen, was auch immer. Es ist die erste Runde, da wollen wir uns nicht blamieren. Nicht zu viel wechseln, aber auch vielleicht mal den einen oder anderen trotzdem von Anfang an bringen. Vielleicht lassen wir Duarte Alves mal von Anfang ran, das machen wir auch. Und ja, ansonsten können wir Ferreira nochmal mitnehmen auf die Bank oder vielleicht von Anfang an. Kerkez ist ja kaputt. Schneider in die Innenverteidigung, also wir tauschen schon einiges hier aus. Aber dennoch springen wir erstmal rein in die Höhepunkte, würde ich sagen, da es ja ein Pokalspiel ist. Da sind wir auch schon. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht unterschätzen, die Regensburger. Wir waren ja auch mal kurz in der zweiten Liga vertreten. Ich glaube, wir haben den Durchmarsch direkt gemacht. Ich habe schon wieder vergessen. Aber rein ins Spiel, wir kriegen den ersten Angriff mit Kamara, mit Romero, mit Cho. Ja, gut verteidigt. Und Regensburg wird sich wahrscheinlich auch nur auf die Konter beschränken, wie es aussieht. Denn wir haben Chance über Chance über Chance mit Abiyama und Cho. Und Abiyama macht das 1:0, das wichtige 1:0. Denn je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird das, ein Tor zu erzielen. Abiyama denkt sich, ich mache es lieber ganz schnell, mache das 1:0 und Punkt aus Mickey Mouse. Hier so eine Freischussposition. Weiß ich auch nie, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich bringe das Ding einfach mal rein. Weiß auch gar nicht, was für eine Stärke. Vielleicht so 3 Balken. Ja, das war's nicht. Wir haben trotzdem eigentlich noch den Ball. Ne, wir haben ihn verloren. Das ist eine gute Freischussposition für Meier jetzt vielleicht mal. Meier knallt den Ball rauf. Meier bleibt in der Mauer hängen. Nächste Freischussgelegenheit. Wieder Meier, auch von außen da irgendwie, den bringen wir nochmal rein. Da ist ein Bammer mit dem Hinterkopf. Aber auch klasse Parade da von Capino im Tor der Regensburger. Jetzt nochmal die Ecke von Romero, erstmal geklärt. Da merkt man, dass Ritter halt nicht in der Mitte ist, der zu Hause gelassen wurde, weil er schon etwas kaputt war. Ein Bammer hatte irgendwie Platz und Zeit und Raum, aber läuft ins Aus. Jetzt haben wir nämlich den Salat, jetzt kommt Regensburg mit Schmidt. Aber wir verteidigen das, Schneider, ganz stark. Und Regensburg will auch nochmal, kommt mit Wied. Wied auf Schmidt, Schneider ist da und wir verteidigen das und kriegen im Anschluss direkt einen Elfmeter. Da steht Tillman bereit, Tillman schießt die Elfmeter, kann der Elfmeter überhaupt schießen? Wir werden es sehen, Malik Tillman macht das 2:0 und das sollte die Entscheidung sein. 2:0 gehen wir in Führung bei Regensburg. Tillman, der letzte Woche zuerst mal getroffen hat,
diese Woche auch nochmal im Pokal. Dennoch versucht Regensburg hier nochmal einen Angriff zu starten. Wir grätschen da rein mit Mann und Maus. Versuchen wir die Führung hier zu verteidigen. Was heißt Mann und Maus? Eigentlich sind wir klar der Bessere. Und dementsprechend gewinnen wir auch 2:0. Endlich mal ein Spiel zu 0. Das freut mich auch für Mamardashvili. Wir gehen rein in die nächste Runde. Geil. Die Bundesliga-Tabelle sieht auch ganz gut aus. Jetzt verfolgt uns Hoffenheim als Verfolger Nummer 1, die noch keine Niederlage haben. Auch Leverkusen noch keine Niederlage, aber Freiburg ist natürlich immer noch dran. Gegen Stuttgart werden wir dann jetzt auch in die Schnellsimulation reinspringen mit unserer Top 11. Hoffen da irgendwie ja, zu bestehen, weil gegen Stuttgart sehen wir oft schlecht aus. Die haben wohl ein ganz starkes Team. Und diesmal verlieren wir schon wieder mit 2:1. Das heißt, wahrscheinlich wird die 3 Punkte waren wir vorne. Ja, die wird wohl jetzt geschmälert sein. Cho sieht noch gelb-rot und wird uns im nächsten Spiel fehlen. Super. Jetzt ist aber auch wieder Champions League Zeit angesagt gegen Celtic. Da wollen wir natürlich die nächsten 3 Punkte einfahren, um vielleicht auch mal, vielleicht sogar das Achtelfinale Ding festzumachen. Wir spielen schon wieder unentschieden. Ich hoffe, das wird uns am Ende nicht irgendwie ja, fehlen oder diese Punkte werden uns nicht fehlen. Zu viele Unentschieden, zu viele Niederlagen finde ich auch immer. Das muss nicht sein. In der Tabelle sind wir auch punktgleich jetzt mit Hoffenheim, also in der Bundesliga-Tabelle. Leverkusen ist uns im Nacken, Freiburg auch noch mit 3 Punkten. Das heißt, gegen Wolfsburg sollten wir jetzt ruhig mal wieder 3 Punkte einfahren. Und dem ist auch so, Abiyama trifft, der für den gesperrten Cho reingekommen ist. Zweimal sogar, macht das 1-0, das 1-1 mal Farias und das 2-1 Abiyama. Nächsten 3 Punkte auf unserem Konto, wichtig. Osterhage wird im Winter auch gehen für 14,3 Millionen nach Sassuolo. Besseres Angebot bekommen wir nicht mehr für ihn. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben nochmal 2 Scouting-Netzwerke für Jugendspieler beauftragt. Eigentlich brauchen wir es nicht mehr, aber vielleicht kommt der irgendwie ein Jahrhunderttalent. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück. Und es geht direkt weiter ins nächste Spiel und zwar gegen Hoffenheim. Das oder die sind zurzeit auf dem 2. Platz. Also wieder Erster gegen Zweiter. Was für eine Folge. Erst gegen Freiburg, die wir geschlagen haben. Jetzt wollen wir auch Hoffenheim schlagen und zeigen, dass wir zu Recht auf dem 1. Platz stehen. Mit der 1. Ecke zeigen wir das auch gleich. Jorginho Ritter macht das 1:0. Das sah überhaupt nicht so aus, als wenn der Ball reingehen würde, ob der überhaupt ankommt, weil da so viele Spieler noch zwischen waren. Aber okay, das nehme ich dann an und mit, oder nehmen wir an und mit. Die nächste Ecke folgt auch direkt mit Romero. Da haben wir echt eine Waffe mittlerweile bekommen. Mit diesen Ritter und die perfekten Ecken von Romero. Mach's gleich nochmal wie eben. Wieder Ritter, nein. Diesmal ist es erstmal geklärt. Meier mit Cho, der bisher noch nicht so in Szene getreten ist. Aber da warten wir mal ab. Wir wollen ja nicht den Tag vorm Abend loben oder uns beschweren. Dann gibt's auch gleich schon einen Sprung in die 2. Halbzeit. Wo Hoffenheim angreift mit Haidara und Silva. Silva, aber nicht mit Fofana. Nächste große Gelegenheit für Hoffenheim mit Silva. Das ist das 1:1. Da sieht Mamardashvili nicht gut aus und Hoffenheim gleich hier aus. Wir holen hier aber einen Elfmeter raus, den Ritter schießen möchte und darf und soll. Und er trifft erneut ins untere rechte Eck. Jorginho Ritter ist einfach eine Granate die Saison. Erneut eine Granate die Saison. Er macht sein nächstes Saisontor. Ein wichtiges 2:1 gegen seinen Club. Nächster Angriff für uns, das ist Cho. Der spielt den Ball auf Ritter, nicht so gut gelungen. Romero holt sich den Ball aus der Luft nochmal wieder. Ist immer noch Cho, schlechter Ball. Dann springen wir auch schon in die 90. Spielminute. Hoffenheim mit einem langen Ball. Mamardashvili ist da und klärt den. Wie wichtig ist das denn? Denn das war auch gleichzeitig die letzte Aktion. Mamardashvili fängt den Ball mit dem Kopf ab. Wir gewinnen die nächste 1. gegen 2. Partie mit 2:1. Nach dem Spiel lächelt uns die Tabelle erneut an von Platz 1. Wir stehen immer noch oben mit 30 Punkten. Freiburg wieder auf Platz 2, haben sich zurückgekämpft. Hoffenheim nur noch 3. Aber es ist sehr, sehr eng. Bayern ist irgendwie gar nicht mehr mit im Rennen, in Anführungsstrichen. 10 Punkte wären das nur. Aber letztes Jahr hatten die nur 2 Niederlagen, glaube ich. Ja, wir bleiben weiter auf Rang 1 und wollen uns nochmal, bevor wir gleich in die nächste Partie in der Champions League gehen, die Tabelle in der Champions League anschauen. Da sieht es dann so aus, wir spielen gleich zu Hause gegen Arsenal. Da gehen wir gleich in die Schnellsimulation rein und gucken und hoffen, dass wir da zumindest einen Unentschieden rausholen. Genk ist uns im Nacken nämlich. Und gucken, dass wir hier dann auch vielleicht Punkte mitnehmen können zu Hause. Punkte zu Hause lassen, wir verlieren 3:1, das ist nicht gut.
Aber Genk konnte daraus keinen Vorteil ziehen, denn sie haben nur unentschieden gespielt, glaube ich. Ja, unentschieden gegen Celtic. Wir sind immer noch auf Platz 2, das heißt, mit einem Unentschieden im letzten Spiel wären wir weiter. Also wir bekleckern uns hier nicht mit viel Ruhm. Ein Sieg, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Ja, wir warten mal ab. Jetzt aber ins Spiel gegen Leverkusen, die auf dem 4. Rang stehen. Da werden wir dann nochmal in die Highlights reingehen. Leverkusen anscheinend auch eine starke Mannschaft. Wollen wir hoffen, dass wir da auch 3 Punkte mitnehmen können, denn in der Bundesliga sieht es mittlerweile sehr, sehr gut aus. Aber auch die entscheidenden Spiele immer gewinnen, also gegen Freiburg, gegen Hoffenheim. Die Top-Spiele auch gegen Bayern haben wir gewonnen. Ich glaube, die einzige Niederlage, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. War auch eine Schnellsimulation, ist auch egal. Wir fangen an mit der ersten Gelegenheit und Jorginho Ritter, der hier das 1:0 machen muss. Und er hört da auf, wo er, er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ich verdrehe einfach die Sprichwörter. Wir gehen 1:0 in Führung in der Bayer Arena durch das Tor von Ritter. Nächste Gelegenheit, diesmal ist es Meier, aber ja, verliert direkt den Ball. Weiß nicht warum, aber er macht es einfach, scheißegal. Diesmal gehen wir schon in die zweite Hälfte, 53. Minute. Anscheinend ist das hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen bisher. Jetzt mal vielleicht Cho immer noch am Ball. Cho läuft in den 16er, er kann es machen, er macht das 1:0. Ist das dein erster Saisontreffer? Ich weiß es gar nicht. Ganz egal, ist auf jeden Fall ein wichtiger Treffer, das 2:0. Wenn man so eine Führung im Rücken hat, kann man auch viel befreiter aufspielen, aber auch nicht so viel Angst haben. 2:0. Aber Leverkusen gibt nicht auf. Sie haben nochmal hier eine Freischussgelegenheit. Ich sehe gerade sein erstes Tor in 9 Partien. Ja, ist jetzt nicht die Weltklasse, aber man steht auch im Schatten, wenn man Ritter vor sich hat. Und wir gewinnen diese Partie mit 2:0. Nächste 3 Punkte auf unserem Konto. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Welche besagt, dass wir immer noch auf Rang 1 stehen? Was für eine Überraschung nach dem Sieg. Aber Freiburg und Hoffenheim, die lassen nicht nach. Die gewinnen hier auch ein Spiel nach dem anderen. Haben erst eine Niederlage beide und jeweils gegen uns die Niederlage eingefahren. Auch Dortmund hat nur eine Niederlage, viele Unentschieden mittlerweile in dieser Bundesliga-Saison. Heidenheim komplett unten abgeschlagen, 5 Punkte. Ja, damit ist die Folge auch schon wieder rum. Es geht einfach immer so schnell. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir sind bald bei Folge 50 angekommen, gefühlt. Mache ich das erst seit 3 Tagen. Naja, ich freue mich, dass doch der eine oder andere hier immer weiter zuschaut. Ich würde mich auch freuen, wenn man jetzt nochmal die 2 Sekunden nutzen könnte, vielleicht nochmal auf den Like-Button drücken könnte. Das wäre eine super Idee, würde mich mega freuen. Wer noch nicht abonniert hat, kann gerne den Abonnieren-Button klicken, um keine Folge zu verpassen. Denn alle 2 Tage kommt eine neue Folge der Karriere raus. Damit soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschö.